SharePoint-Podcast, Ausgabe 405 vom 5.2.2019. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 405. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Ich hoffe, ihr habt die letzte Ausgabe gehört. Ich hatte euch ja gebeten, mal beim podcastpreis.de in der Rubrik Technik vorbeizuschauen und vielleicht eure Stimme für den SharePoint-Podcast abzugeben, der dort für den Deutschen Podcastpreis nominiert ist. Würde mich freuen, bis zum 15.02. ist da noch Zeit. So, und damit haben wir diese Ankündigung gleich mal durch und nicht vergessen. Ich habe heute für euch eine schon die länger angekündigte Ausgabe mit Gesprächen von der Europäischen SharePoint-Konferenz. Ich habe zwei interessante Interviews geführt und die gibt es, wie gesagt, schon seit längerem als Video, aber ich habe euch auch gesagt, ich bringe die mal hier nochmal in eine Episode rein, weil es zwei sehr schöne Beiträge sind, die sich zum einen mal bei der Claudia Eichner-Liebenow um das moderne Intranet dreht und auch um Lösungen wie zum Beispiel diese Out-of-the-Box-Lösung, die Office 365 mit zusätzlichen Funktionen erweitern. Und der zweite Gast ist der Harald Rau von der Munich Re. Und er hat mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie er als Verantwortlicher für Office 365, für die Einführung, für die Umsetzung, wie ihr mit den Tools umgeht. Und diese beiden Gespräche habe ich euch heute hier mitgebracht. Der nächste Podcast kommt ja schon am Ende der Woche, weil am 7.2. wird das ganze Ding hier ja 14 Jahre alt. Habe ich mir da eigentlich was Besonderes vorbereitet? Ich weiß es noch nicht. Ich muss noch mal hier in mein Schabestübchen gucken und sehen, was dabei rauskommt. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch jetzt interessante was sind das zusammen? Knapp 20 Minuten. Einmal mit der Claudia Eichner-Liebenow und mit dem Harald Rau. Ja, ich bin die Claudia Eichner-Liebenow. Ja, bin schon seit vielen Jahren mit dir ja auch connected, mache SharePoint-Projekte als Projektmanager und Berater und hat mich halt die letzten Jahre ja auch auf Social Intranets, Social Collaboration-Themen spezialisiert und begleite eigentlich gerne Teams auch gerade in dieser Planungsphase, Strategiephase. Wie gehen sie das ganze Thema an? Wie setzen sie das auf? Was ist dazu nötig? Tools etc. Denke, ja, ich versuche mich fit zu halten, alle Informationen zu konsumieren. Deswegen bin ich auch hier auf der Konferenz. Ja, und freue mich, dich wiederzusehen. Ja, und ich muss sagen, wir wollen ja heute über ein ganz spezielles Thema sprechen bei Office 365. Es gibt ja schon seit einigen Jahren mehrere Anbieter, die so Toolboxes so bereitstellen, die obendrauf auf Office 365 noch zusätzliche Funktionen einbauen. Du hast ein wenig praktische Erfahrung damit, nicht nur ein wenig, sondern einige praktische Erfahrungen damit. Kannst du uns mal überlegen, wie wichtig sind denn diese Toolboxes heute noch, wo praktisch jeden Monat ein neues Tool, jetzt gerade aktuell Kaizala rauskommt und Office 365 permanent ergänzt wird? Genau, also sprich, das ist jetzt schon ein weiteres Feld. Ich versuche mal ein bisschen das einzugrenzen. Also was wir ja hier haben, ist, dass aus so einer Konferenz auch sehr viele Partner auf den Booths stehen und ihre Lösungen vorstellen. Und warum sind solche Lösungen für Unternehmen tatsächlich auch zu empfehlen und in Betracht zu ziehen, ist das halt unheimlich viel Arbeit, was man bei einer eigenen Konfiguration, Entwicklung machen muss, einfach schon standardisiert gemacht wird. Da sind sehr viele Erfahrungen aus den verschiedensten Kundenprojekten, was diese Firmen auch schon hatten, eingeflossen, sodass meine Empfehlung wirklich ist, dass man nicht bei Null anfängt. Und warum reicht Microsoft, was die Out-of-the-Box hinstellen, nicht aus? Ist Microsoft gibt halt die Basis für alles. Ne? Und trotzdem dieses Zusammenkonfigurieren, Zusammenstellen, was möchte ich eigentlich tatsächlich meinen Nutzern anbieten, ist das, was auch Microsoft ja nach wie vor sagt, entweder machst du es selber, klickst das zusammen, konfigurierst das oder wende dich an Partner. Ne? Microsoft lebt ja von dem Partnernetzwerk. So, wenn man jetzt zu diesen Intranet-in-the-Box-Lösungen geht, da ist der Markt ja seit vielen Jahren auch gewachsen. Es gibt sehr viele Lösungsanbieter. Da ist, also wenn das so richtig detailliert interessiert, es gibt gerade wieder einen aktuellen Report von Clearbox Consulting, vom Sam Marshall. Kann man sich kaufen. Der hat über 30 Tools oder 40 Tools verglichen nach bestimmten Kriterien für Intranet-Lösungen.
Und was machen diese Intranet-Lösungen? Die machen ein Stück das Intranet schick, ne? Ganz keine Frage. Ne? Die kümmern sich um Navigationskonzepte, die kümmern sich um News, wie sich das alles einbettet. Und meistens kauft man halt nicht nur das Stück Software dazu, sondern auch so eine Philosophie, wie das Projekt aufgesetzt wird, wie ich damit schnell vorankomme, um später auch tatsächlich über Inhalte zu reden und nicht nur um die Technik, ja, welcher Button welche Farbe hat, sondern im Prinzip zu sagen, ich möchte dies aus dem und dem Grund mit meinem Intranet, mit meinen Nutzern machen. Und das ist ja auch meine Message, die wir jetzt seit vielen Jahren schon verfolgen. Nicht einfach nur Software hinstellen, sondern eben zu sagen, begleite deine Nutzer auch auszuarbeiten, warum nutzen sie welches Tool wofür. Und da sind die Interbox-Lösungen eben auch sehr gut dabei, einen da direkt an die Hand zu nehmen und zu begleiten. Also geht es einmal darum, überhaupt ein General, oder wie sagt man schön, ein Corporate Branding und eine gemeinsame Oberfläche zu bauen, relativ schnell, ein paar zusätzliche Funktionen einzubauen und das Ganze auch entsprechend gut warten zu können als Ergänzung zu Office 365. Genau, also A, schnell auf die Straße zu bringen, also konzeptionell tatsächlich zu arbeiten. Also ich arbeite mit einem Lösungsanbieter zusammen, die unterstützen mich dabei. Ich habe für die Erfassung der Informationsarchitektur und die Workshops, die man ja klassischerweise mit den Kunden macht, habe ich ein Excel-Sheet, das kann ich gleich benutzen, kann einen Bot drauf laufen lassen und dann mir die Seiten vorgenerieren lassen. Ne? Also wenn man sich jetzt vorstellt, eine größere Firma, die eine größere, breitere Navigation hat, bevor ich in Office sage, neue Seite anlegen und Inhalt einführen, kann ich dort gleich die Templates definieren und zack, die leere Hülle des Intranets ist da und ich muss meine Redakteure nur noch schulen, wie sie den Inhalt dort reinbringen und nicht, wie sie sich die Seite zusammenbauen. Nun sehen wir ja immer mehr Anwender in Richtung Teams gehen, hat ja einen ziemlich großen Push bekommen, erlebt, kommen immer mehr Funktionen in Teams rein. Meine Empfindung ist ja, dass in Zukunft Teams sozusagen das zweite Outlook wird, was ich morgens öffne, meine ganze Projektarbeit am Tag drüber mache und dann abends wieder schließe und die meiste Zeit darin verbringe, weil ich ja auch mittlerweile die verschiedenen Tools, SharePoint, alles kann ich in Teams integrieren. Da ist ja dann, das ist ja praktisch so ein etwas anderer Ansatz, wo ich sage, ich bringe alles in eine App rein, habe da alles auf einem Platz. Wie spielt da denn solche Intranet Out-of-the-Box-Tools-Kits mit? Sind die darauf vorbereitet? Gehen die auch in Richtung Teams oder ist das völlig separiert? Da habe ich mehrere Antworten. Also ja, es gibt genau die Anbieter, die auch das Teams-Thema mit unterstützen. Nämlich, wie finde ich eigentlich eins meiner vielen Teams, zu dem ich eingeladen bin? Das wirst du mir nämlich recht geben. Wenn du halt Teams startest, wirst du merken, wie schnell ganz viele Teams entstehen und dann ist der Nutzer ja auch irgendwo lost, ne? In welchem Team poste ich jetzt wieder was? Also für kleine Teams ohne Frage ist Teams eine ganz tolle Geschichte, aber im großen Company-Kontext gesehen sind nach wie vor dieser Use Case, ich möchte gezielt Informationen an Nutzer verteilen, ich möchte eine Portalnavigation, wie finde ich mich zurecht in dem ganzen Universum, trotzdem bereitstellen. Also ihr erinnert mich, ich habe ja immer solche Hauptanwendungsszenarien im Digital Workplace skizziert, Information, Kommunikation, Collaboration, Prozessunterstützung. Und wenn du dich an die Keynotes gestern erinnerst, ist ja tatsächlich auch so dieses Thema, das, was aus Teams kommt, wird auch an die SharePoint-Oberfläche gebracht. Also sprich, es fehlt eigentlich nur noch, dass der Activity-Stream aus Team auch in eine Webseite eingebettet werden kann, sodass ich da auch wieder diese zwei Welten habe. Ich habe A, diesen Client Teams und B, ich habe die Web-Oberfläche, genauso wie ich habe meinen Client im Outlook, ich habe das auch an der Web-Oberfläche, ich habe meinen Office-Client, aber ich kann eben auch an der Web-Oberfläche die Dokumente bringen. Ich denke, das ist eben diese unterschiedlichen Ansätze und Teams alleine als Client ist aus meiner Sicht noch gar nicht so performant. Also sprich, mich nervt das tatsächlich, wenn ich hin und her springen muss, wenn ich in Webseiten natürlich auch ganz anders navigieren kann. Das ist meine andere Art und Weise, das mehrere Sachen anbieten. Also ich denke, klar, tatsächlich gibt es da noch praktisch einige Schwierigkeiten, aber allein schon von der Planung und von der Konzeption und sieht, in welche Richtung man das von Microsoft entwickelt, denke ich mir schon, dass das irgendwie so ein neuer Standard hat. Ist ja auch schon kommuniziert worden. Ne? Also wir hatten Intranet und Outlook, aber also diese Web-Oberfläche wird einen Bestandteil haben und vielleicht löst es das Outlook ab. Ne? Also das ist ja so dieses Thema, ich löse mit Teams irgendeinen Client ab, habe einen besseren Rich-Client, um auf Informationen zuzugreifen, aber im Hintergrund so ein Webportal wird es weiterhin gehen. Du hast ja auch noch so wie wir früher alle die klassischen Intranets gebaut, so mit diesen schönen Navigationsstrukturen, SharePoint-Sites, Sub-Sites und so weiter. Jetzt, wenn man auf SharePoint Online schaut, mit den Communication-Sites, mit den Hub-Sites und den News,
ich glaube, es ist nochmal ein ganz neuer Ansatz, wie man so ein Intranet aufbauen kann mit diesem Tool, die doch ein bisschen anders werden. Ja, aber am Ende des Tages ist ja genau das, was jetzt eigentlich schon passiert. Also gerade mein Partner Valo Intranet, das darf ich es auch mal nennen, die haben sich ja der Sache jetzt schon seit einiger Zeit gestellt, sodass ich quasi tatsächlich einfach Content generieren kann an jeder Stelle, wo ich bin. Ich kann sagen, New Content, sei es eine News-Page, sei es eine Team-Geschichte und kann das später dann auch nochmal eine globale Navigation irgendwo aufhängen, ja, also was mit den Hubs halt möglich ist. Und ich glaube, das gibt halt unheimlich viel mehr Flexibilität. Also dieses Starre, was man früher gemacht hat, man baut irgendwas, man hängt das irgendwo hin und dann passt die eine Information gar nicht an die richtige Stelle, ist halt gerade mit diesem Modern-Konzept jetzt von Microsoft super aufgelöst. Mhm. Ich bin flexibel, ich kann Dinge woanders aufhängen, platzieren, anbieten, je nach Nutzergruppe. Finde ich, es ist richtig interessant. Auch Content-Erstellung jetzt, das ist das, was ich jetzt mich total begeistert, ja, dass man endlich dieses Riesengap von SharePoint weg hat, dass das Erstellen von Content so, ja. Ja, man hat so das Gefühl, es ist so richtig einfach geworden, ne? Wenn man so eine News-Seite sieht, dann man geht hin, wie wenn man WordPress macht, ja, das gleiche Sachen. Genau, ich habe heute jetzt während der Sessions immer mal so meine Nachbarn, die neben mir saßen, beobachtet, wie machen die so ihre Mitschriften, ne? Herrlich. Eine schreiben direkt News-Posts im SharePoint Online, ja, richtig in den Modern Sites, tipp'n los. Der nächste macht Teams-Posts, die Session hat er dann quasi auch selber noch eigene Kommentare und Bilder eingefügt, OneNote. Ich finde das total toll, wie schnell das Knowledge-Sharing heutzutage jetzt auch möglich ist, ja, und auch, dass es ganz schnell angenommen wird. Einfach, bunt, vielfältig. Claudia, vielen Dank, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in das moderne Intranet und noch einen schönen Tag hier auf der Konferenz. Harald Rau. Und du kommst aus München. Was machst du dort? Wo arbeitest du und was machst du dort? Ich bin angestellt bei der Munich Re oder bei der Münchner Rückversicherung, wie sie die meisten noch kennen. Ich bin da im Team Enterprise Architecture und da zuständig für Technology Digital Workplace. Ja. Das heißt, du bist so an der Schnittstelle zwischen Business und IT und ihr baut den digitalen Arbeitsplatz. Was sind denn für dich, sagen wir mal, die Top-Herausforderungen, mit denen du gerade zu kämpfen hast? Ja, auf der einen Seite ist die Technik. Also wir sind dabei, Office 365 auszurollen, sind unterwegs schon mit, wir haben ganz einfach angefangen mit Yammer, Video, Delve, OneDrive. In der nächsten Welle haben wir die dazugehörigen Apps auf den Mobile Devices zur Verfügung gestellt. Das war schon mal so die erste Herausforderung, weil wir technologisch um unsere Apps bereitzustellen auf dem Corporate Phone, auf dem iPhone, haben wir technologisch erstmal eine Lösung gewählt, die nicht so gut mit der Microsoft-Welt zusammenpasst und mussten das erst so ein bisschen umbauen, um überhaupt in der Lage zu sein, die Microsoft-Apps auf eine sichere Art und Weise bereitzustellen. Mussten da intensiv mit Microsoft zusammenarbeiten, um da das Sicherheitslevel hinzukriegen, das wir erwarten. Sind jetzt in diesem Jahr noch einen großen Schritt weitergegangen. Wir sind gerade dabei, SharePoint auszurollen, SharePoint Online. Ja, und die Mailboxen haben wir in der Zwischenzeit auch fast überall in die Cloud migriert. Da haben wir dann auch wieder technische Herausforderungen gehabt, weil wir festgestellt haben, dass in der Exchange-Infrastruktur haben sich in den verschiedenen Lokationen, wir sind ja global aufgestellt, haben verschiedene Töchterunternehmen, die auch in der Exchange-Organisation mit angeschlossen sind, dass sich da überall Eigenheiten herausgebildet haben. Und wenn ich das jetzt alles vereinheitliche auf einen Tenant, habe ich doch verschiedene Herausforderungen in der Vereinheitlichung, weil ich dann eben nur noch ein Setting habe, das dann für alle gelten muss. Du hast gerade erzählt, ihr arbeitet mit Yammer. Von vielen Firmen, die ich zu Yammer befrage, heißt es immer, würden wir ja gerne nutzen, aber gibt's ja nicht aus europäischen Datencentern. Spielt das bei euch keine Rolle? Doch, spielt eine Rolle. Für alle Workloads müssen wir uns immer genau überlegen und mit unseren Compliance- und Security-Kollegen genau abstimmen, welche Art von Daten nutzen wir in welchem Workload. Und für Yammer haben wir eine Freigabe von Compliance erhalten für
ja, Daten mit, die weniger sensitiv sind. Mhm. Also es sind keine, dürfen keine personenbezogenen Daten in Yammer diskutiert werden, also Kundenfälle oder dergleichen. Operatives Geschäft darf nicht in Yammer diskutiert werden. Mhm. Aber so die allgemeine Kommunikation, die IT-Community zum Beispiel ist sehr groß. Wenn ich hier jetzt nach Hause komme, werde ich auch einen Post zu dieser Konferenz veröffentlichen auf Yammer. Mhm. Und dafür ist doch sehr gut geeignet, dass mhm. die Initiativen sich kennen, dass die verschiedenen Player sich kennen. Es sind ja heute, jedes Team ist letztlich global aufgestellt, hat in den Regionen Ansprechpartner, dass die Leute sich kennen und in Kontakt bleiben und voneinander wissen, was sie mhm. gerade so tun, was gerade so läuft, ist ja mal ein tolles Medium. Und wenn Fragen mhm. aufkommen, haben wir auch wieder eine Yammer-Community selber ins Leben gerufen, die Work Smarter Community, mhm. Wo wir alle unsere Angebote mit Anwendern diskutieren und die Community wird von Tag zu Tag größer. Wir haben auch ein Konzept von Ambassadors in den einzelnen Geschäftsbereichen, mhm. Schlüsselansprechpartner vor Ort, wo die Leute ihre Fragen adressieren können, die sie dann wieder an das Kernteam adressieren, um dann solche Fragestellungen mhm. zu klären. Das sieht man ja bei vielen Firmen, die Office 365, sagen wir, erfolgreich einführen, dass sie sich auf so ein Ambassador- oder Guide-Konzept eingestellt haben. Wie viele Mitarbeiter arbeiten da für euch so als Guides oder als Ambassadors? Hast du da einen Überblick ungefähr? Ja, so, ich glaube, pro Geschäftsbereich haben wir versucht, 1 bis 2 Ambassadors zu gewinnen. Mhm. Wie viel das jetzt in Summe sind, die Community ist gerade im Aufbau. Mhm. Ich glaube, der Plan dürfte so sein pro Geschäftsbereich und pro größere Einheit. Ich schätze, am Ende dürften es so 100 Mitarbeiter sein. Mhm. Macht ihr für die dann, ich sag mal, so spezielle Schulungen oder macht ihr so Feedbackrunden, wo die praktisch aufnehmen, was bei den Anwendern passiert und ihr dann sozusagen die Probleme lösen könnt oder weiterentwickeln könnt? Also Kern ist unsere Yammer-Community, ja. über die wir die Kollegen miteinander vernetzen und mit dem Kernteam vernetzen, aber wir geben ihnen auch Angebote wie Trainings und Webcasts mhm. an die Hand und verschiedene Musterimplementierungen, jetzt wenn es an SharePoint geht. Wir bieten für jeden Geschäftsbereich ein sogenanntes Divisional Home, also eine Homepage in SharePoint an, mhm. die wir dann mit den Konzeptpartnern, den Ambassadors für den jeweiligen Geschäftsbereich dann konfigurieren und designen, mhm. sodass ja, die Mitarbeiter dieses Geschäftsbereichs sich da wohlfühlen und eine Art Cockpit für ihre tägliche Arbeit finden, ihre Dokumente finden, ihre News aus dem Bereich finden, also eine kleine Intranet-Page letztlich okay. für den Bereich. Macht ihr das auf SharePoint Online oder On-Premise? Auf SharePoint Online. Ja. Und das macht ihr halt mit einer Communication-Site oder ähnlichem? Genau, mit ja. einer Communication-Site. Ja. Wir waren begeistert von dem Konzept einer Hub-Site, ja. Haben aber eigentlich schon früher damit begonnen mit dem Konzept, haben es jetzt noch nicht auf Hub-Site-Basis gemacht, weil auch die Anzahl der Hub-Sites war ja zunächst auf 50 limitiert, mhm. Erschien uns zu niedrig. Wir werden etwa 120 Divisional Homepages brauchen. Haben aber einige Konzepte der Hub-Site nachempfunden, also ein Mega-Menü mhm. Zum Beispiel selber gebaut, sodass die Groups und die Projekte und die Topics, die zu einer Division gehören, dann quasi in die Division reingefluchtet ja. werden über Metadaten und über die Divisional Homepage dann auch navigierbar ja. werden. Nutzt ihr auch da dieses neue News-Konzept, was auf SharePoint Online ist, wo ich ja direkt News erstellen kann, wo die Mitarbeiter News erstellen können, wo man über die Hub-Site die News aggregieren kann und dann vielleicht in der App nochmal separat lesen kann? Also wir planen das zu ja. nutzen, müssen es aber noch genauer untersuchen, wie das ja. auf unsere Bedürfnisse passt und auch wie das mit dem bestehenden Intranet zusammenpasst, weil das ist so die Domäne, News ist die Domäne des Intranets, ja. das bei uns von der Communication-Abteilung gemanagt wird mhm. und in die Domäne, da müssen wir uns noch abstimmen, wie wir hier miteinander arbeiten, mhm. um hier nicht den Mitarbeiter zu überfordern mit zu vielen News-Kanälen. Ja. Ja, das ist, glaube ich, eine spannende Frage für die nächsten Jahre, wie man so diese ganz klassischen Intranet, die man über verschiedene Hierarchiestufen aufgebaut hat, mit Sub-Sites, wie man die dann in so ein moderneres Konzept wie Hub-Sites umsetzt, die jetzt nicht so tief zu verschachteln sind, mhm. Die dann mit News arbeiten, die mit modernem Design arbeiten. Das wird, glaube ich, eine ziemlich spannende Herausforderung sein, dies zu bewältigen. Haben wir ein Projekt in 2019 aufgesetzt, wo wir auch unser Intranet
derzeit noch auf Basis SharePoint 2010 und auch, wie du sagst, mit verschiedenen Ebenen. Es gibt so das internationale Netz, dann nochmal für jede Region eins und darunter für die einzelnen Bereiche und für die einzelnen Topics. Das werden wir auch komplett modernisieren, sodass wir auch die Angebote und die Teilportale, die es ja gibt in der Office 365 Welt, alle unter ein gemeinsames Dach stellen. Auch der Gedanke Cockpit bietet sich da an, dem Mitarbeiter mehr Übersicht zu bieten aus allem, was für ihn relevant ist, aus den Bereichen Corporate News, aber auch aus seinen Teams, aus seinen Groups, in denen er arbeitet, die letzten Dokumente, an denen er gearbeitet hat oder Initiativen oder was passiert gerade in Yammer. Also hier mehr Übersicht zu bieten und einen leichteren Einstieg in die tägliche Arbeit. Mhm. Wie löst ihr so das Mehrsprachigkeitsproblem? Ihr seid ja international aufgestellt. Was ist ja noch nicht ganz so gut abgebildet? Guckt ihr da zum Beispiel so in Themen rein wie automatische Übersetzung von Dingen mit Transcription Services von Azure und ähnlichem? Da guckt man noch nicht rein. Ja. Bei uns ist eigentlich die Geschäftssprache Englisch und ist auch sehr gut akzeptiert. Mhm. Das Einzige, was wir mehrsprachig anbieten, sind unsere Schulungsangebote. Mhm. Also wir haben für die ganzen Work-Smarter-Themengebiete, die wir anbieten, auch Webcasts und eine Microsite aufgesetzt, wo wir Informationsangebote anbieten. Und die haben wir jeweils in Deutsch und in Englisch. Aber die Anwendungen selber sind komplett auf Englisch gehalten. Im Intranet, News wird es wahrscheinlich auch auf Deutsch und Englisch geben. Da haben wir uns aber noch nicht damit beschäftigt, wie wir da die Mehrsprachigkeit lösen. Ja, super Fallstudie. Dann wünsche ich euch viel Erfolg damit, auch im nächsten Jahr. Viel Arbeit und vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Dankeschön, sehr gerne. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.